Menschen, die offenen Forderungen nicht nachkommen, bekommen es oft mit privaten Inkasso-Unternehmen zu tun. Nina Müller und Michael Brühmann betreiben die Firma MB Inkasso bei Frankfurt. Mit etwa 100 Mitarbeitern helfen sie Gläubigern, an ihr Geld zu kommen. Wenn nötig, schauen die professionellen Geldeintreiber auch persönlich bei den Schuldnern vorbei. Ihre Kunden kommen größtenteils aus dem Handwerks- oder Versicherungsbereich. Einige betreut MB Inkasso schon jahrelang. Man muss natürlich mal eins sehen. Wir sind so ein bisschen die Kehrmaschine der Wirtschaft. Wenn jemand genug Aufträge hat, produziert er lieber nach vorne. Die ganzen Handwerker zurzeit haben Arbeit ohne Ende. Die haben kein Interesse, sich hinten um die Schulden zu kümmern, um die Mandanten zu kümmern. Außerdem ist es meistens irgendwie streitig und da sind wir so wie eine Schlichtungsstelle. Das heißt, wir verbinden den Schuldner, den Gläubiger und finden eine Lösung, die beiden wehtut. Beiden. Weil der eine muss was nachgeben, der andere muss was bezahlen. Aber wir sind so eine Art Schlichtungsstelle. Und der Kunde, unser Kunde, kann sich trotzdem produktiv weiter um sein Geschäft kümmern, neue Aufträge abarbeiten. Die haben keine Zeit für den Quatsch. Seit 9 Jahren ist Nina Müller an Michael Brühmanns Seite. Im Privatleben genauso wie im Inkasso-Geschäft. Ja, wenn man jetzt einen kleinen Betrieb hat und man jetzt 3 oder 4 Kunden hat, die dann nicht bezahlen und es sind halt größere Summen, ja, dann ist es halt dann wieder, wo wir wieder an dem Punkt sind, wo die Schuldner dann eigentlich die Firmen in Ruin treiben, weil sie es einfach nicht mehr bezahlen können. Wegen so kleinen Beträgen denken halt die Schuldner immer, da macht keiner was, da geht keiner zu Gericht, da nimmt keiner einen Rechtsanwalt, weil es einfach Unmengen Kosten sind. Ja, bei einem 450-Euro-Fall, erstens wollen die Rechtsanwälte das oft nicht machen, weil es zu klein ist. Und wenn du es mit dem Rechtsanwalt machst, dann klagst du und brauchst 200-300 Euro, um deine 400 Euro zu kriegen. Und dann weißt du nicht, ob die was hat oder nicht hat. Wenn wir aber heute da sind, dann sehen wir ja auch mal, wie die lebt. Was für eine Wohnung das ist, was für ein Haus das ist. Und wenn das gut ist, dann werden wir empfehlen, doch schon die Klage zu machen. Wenn das nichts Gutes ist, dann tun wir manchmal empfehlen, den Fall zu beenden, abzurechnen, Feierabend, weil du legst nur noch Geld drauf. Es soll auch wirtschaftlich sein, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Das ist der Sinn. Er kann es zwar trotzdem machen, weil er hofft einfach in 30 Jahren mit dem Titel vielleicht, dass es sich was ändert. Das kann man bei jungen Menschen machen, aber wenn man ältere Menschen hat, sag ich mal, um die 55, 60, ob sich da finanziell noch große Veränderungen ergeben, das ist eher weniger zu erwarten. Und deswegen tun wir einfach empfehlen, mach da was ja, mach da nichts, weil es keinen Sinn hat. Und es gibt auch Menschen, die wirklich Pech gehabt haben. Also da muss man einfach auch mal dazu sprechen und auch mal sagen, lass die in Ruhe, die hat nichts mehr. Da musst du auch mal ein bisschen zurückrudern und vernünftig sein. Ihr nächster Fall hat die zwei im Vorfeld schon einiges an Arbeit gekostet. Hier geht es um einen Fall von einem Arzt. Da wurde ein Patient behandelt. Die hat auch nicht bezahlt. Da musste man erstmal die Adresse ermitteln. Da musste man über 2 Einwohnermeldeanfragen gehen, über eine Schufa-Anfrage gehen. Und jetzt haben wir die neue Adresse rausgekriegt und schauen, ob wir dann Auge in Auge das lösen können. Im Schnitt sind die professionellen Geldeintreiber 3-mal in der Woche unterwegs. Haupteinsatzgebiet? Der Ballungsraum Frankfurt am Main. Das ist das grüne Haus hier, das hier. Fahr mal ran vorbei. Wir haben eine offene Forderung von einem Arzt. Da geht es um knapp 900 Euro. Geht um eine Behandlung, privatärztliche Behandlung. Das ist immer so das Problem bei Privatärzten, dass die Rechnung eigentlich von der Krankenkasse dann an den Patienten bezahlt wird. Und der Patient, weil er privat versichert ist, dann den Arzt bezahlt. Hier ist es jetzt so, dass wir seit 2019 die Rechnung offen haben. Die Dame hat sich eine privatärztliche Rechnung gemacht, hat dies auch unterschrieben, den Auftrag, das müssen die auch unterschreiben, wir haben das auch dabei. Also sie wusste, dass es privatärztlich, dass sie die Rechnung bekommt und die hat sie aber bei dem Arzt nicht bezahlt. Ja, die ist auch schon 3-mal angemahnt worden, sie reagiert aber nicht drauf und deswegen sind wir jetzt vor Ort und gucken, dass wir die Behandlungskosten für unseren Gläubiger erfolgreich realisieren können. Und gibt es eine Strategie? Ja klar, Attacke. Hausbesuche sind für die Inkasso-Profis oft ein effektives Vorgehen. Nach der 2. Mahnung ohne Reaktion kommen die Geldeintreiber persönlich vorbei. Ob ihnen gleich auch jemand öffnet? Eben gerade sind da 2 Frauen abgetaucht. Ich sagte, das war die, wo... Aber die habe ich nicht gesehen. Hier, Michael. Heißt sie. Nimm das gerade mit. Hi. Ist die da? Im Moment nicht. Oh, ich bräuchte mal dringend. Sie ist irgendwo auf der Straße unterwegs. Okay. Ach, die ist eben gerade rausgegangen? Ja. Okay. Dann kommt da später die Pause oder was? Nee, nee. Feierabend.
oder wie? Nein, auch kein Feierabend. Die kommt gleich wieder. Die ist irgendwo auf der Straße unterwegs. Okay. Dann warte ich kurz. Okay. Danke. Der Profi vermutet etwas anderes hinter der Abwesenheit der Schuldnerin. Ja, also unsere Befürchtung ist eingetreten, dass die Schuldnerin schon mal gesehen hat, dass wir da vorbeigefahren sind und hat unser Firmenfahrzeug gesehen und ist scheinbar jetzt mal schnell Gassi gegangen. Aber die Kollegin hat gesagt, sie kommt gleich wieder. Jetzt schauen wir mal, die 5 oder 10 oder 15 Minuten können wir uns mal Zeit nehmen. Von der Frau ist weit und breit nichts zu sehen. Einfach wieder abfahren möchte Michael dann allerdings doch nicht. Ja, gehen wir da nochmal hin. Ja. Schließlich können die Inkasso-Profis jemanden Neues ausmachen. Hi. Hallo. Hallo. Die Frau M. ist sie da? Ich, ja. Ah, guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kühlmann, Firma MB Inkasso. Ich grüße Sie. Willkommen von der Firma MB Inkasso. Geht um eine Rechnung von Dr. Anton. Dann kommen Sie mal rein. Von der Schuldnerin direkt hineingebeten zu werden, damit haben die beiden in diesem Fall sicherlich nicht gerechnet. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Ja. Wollen Sie Maske? Ja, bitte. Gerne. Gehen Sie mal ins Weite. Wo lang? Guten für Sie. Gehen Sie mal durch, bitte. Ja. Doch es geht gar nicht in eine Wohnung, sondern in ein Büro. Hallo. Gehen Sie mal durch. Hallo. Achso, gehen Sie mal hier durch, dann kann so. Ich das raussuchen. Vielleicht ist da irgendwas in Vergessenheit geraten, denn wir hatten Sie ja auch angeschrieben. Geht um die privatärztliche Rechnung von Herrn Dr. Sagt mir was. Bitte. Jetzt gehen Sie alle wieder raus. Ich schmeiß Sie raus. Ich bin der Hausherr und tschüss. Ja, wenn Sie raus sind, gehen wir raus. Sie haben es recht. Ja, dann ist dann haben Sie es recht. Wo sind wir denn hier, sagen Sie mal? Raus, aber schnell. Ja. Aber Ihre Frau hat uns da reingegeben. Raus hier, weil ich bin hier der Hausherr. Ja, da kann ja Ihre Frau vielleicht draußen. Nein, auch nicht. Abfahrt. Oh, so wo sind wir denn hier, sagen Sie mal? Ja, die Schufa kennt Sie ja schon. Ja, das ist ja nicht Ihr Problem. Dann zahlen Sie dann. Woher nehmen Sie sich das Recht? Raus hier, aber schnell. Ja, solche Leute brauche ich. Das machen wir ja auch, das ist ja auch kein Problem. Ich habe Sie doch nicht angefasst. Sie fangen sich gleich eine. Ich fange eine. Da war ich schon mal drauf. Auf die raus hier. Ja, dann zahlen Sie doch Ihre Rechnung. Zahlen Sie einfach mal Ihre Rechnung beim Arzt. Und schmeißen Sie mir in die Tür ins Klinik, ja? Jetzt komme ich mal rein. Aber vielleicht sollten die Nachbarn mal wissen, was hier so los ist, oder? Ist ja nicht schlecht, wenn man seinen Arzt nicht bezahlt. Michael, jetzt ist gut, das schreibe ich nach anderen. Halt mal das, ich klebe das jetzt alles an die Tür. Ihre Frau hat mich ja rein. Mit ihrem Kärtchen. Ach, das können Sie jetzt alles. Sie kriegen jetzt eine Anzeige. Das können Sie jetzt haben. Hier, Straße. Sie haben eben hier einen Aufstand gemacht und laut rumgebrüllt. Ja, Sie können zeigen, wir Sie an, dass Sie uns. Ist mir ganz egal. Wenn Sie filmen und irgendwas veröffentlichen. Wir haben hier, das alles steht hier drauf. Hallo, Entschuldigung. Hören Sie bitte auf zu filmen. Ist alles ganz cool. Also. Das ist nicht in die Hosen machen. Verstehe ich nicht. Michael, Ihre Frau hat uns reingebeten. Wir wollen nur eine Klärung finden. Ihre Frau ist doch bekannt in der Schufa. Ist doch nicht so wichtig. Wir haben hier die Unterlagen. Ja? Okay, dann lassen wir es einfach. Komm, bitte. Aber wir kommen wieder. Jeden Tag. Wollen Sie nicht lieber doch mit uns reden? Das wäre sinnvoller. Es bringt ja nichts, wenn man sich versteckt seit 2 Jahren. Und der Gerichtsvollzieher kennt Sie doch auch schon. Das Problem ist, dass hier halt keine Zustellung erfolgen kann. Weil, wenn jetzt hier ein Gerichtsvollzieher kommt oder irgendjemand, steht hier nirgendwo. Ja? Und weil hier nichts steht, kann er nicht zustellen. Du kannst keinen Mahnbescheid zustellen, du kannst keinen Brief zustellen hier, weil nirgendwo der Name steht. Aber die wohnt hier. Sie hat uns auch sogar reingebeten. Und das ist das, was mich aufregt. Solche Schuldner müssen verfolgt werden. So, das heißt, ich muss jetzt im Gerichtsvollzieher persönlich mit hierher gehen und muss sagen, da wohnt sie drin und muss den Nachweis bringen. Du kannst dir keinen Mahnbescheid, nichts zustellen, weil kein Namensschild nirgendwo ist. Und das ist das, was diese Trickbetrüger oder Verarsche ist heutzutage. Du hast kein Nummernschild mehr, kein Namensschild mehr. Du kannst dann nicht mal die Post zustellen hier. Oh, es regnet. Na, das ist doch nicht schlecht. Nicht, dass das Wetter schlecht wird da unten, gell? Ah, tun wir mal mit dem Schlauch gießen oder was? Mensch, ist das peinlich, ehrlich wahr. Zahlen Sie doch einfach Ihre Schulden oder sagen Sie, warum Sie nicht bezahlen wollen. Mehr ist doch nicht. Na ja, haben Sie übrigens einen mega Mann, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich werfe Ihnen das jetzt in den Briefkasten und dann können Sie sich in 2 Tagen mal mir melden und bezahlen. Ansonsten muss ich mir andere Wege einfallen lassen. Aber ich sage Ihnen, Sie vergesse ich nicht, garantiert nicht. In 30 Jahren als Inkasso-Unternehmer hat Michael Brühmann eines gelernt. Hartnäckigkeit zahlt sich oft aus. Und wenn ich ein Namensschild für Sie kaufen lasse?
Abweisendes oder sogar aggressives Verhalten der Schuldner sind die zwei gewohnt. Dieses Auftreten des Mannes kann Michael allerdings nur schwer nachvollziehen. So. Ja. Wir haben das Recht gehabt, wir sollten ja reinkommen. Sie hat uns ja reingebeten. Und wir wollten drinnen das ganz normal klären, was mit der Rechnung ist. Dass dann so ein Bulle da kommen muss und meint, er muss uns wegstoßen, wegstumpen und mit Wasser bespritzen, das ist Kinderkram. Er hat ganz schlimmer Kinderkram. Wie hoch war die Forderung? Knapp über 850 Euro. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum sie das nicht zahlt? Sie macht es ja schon bewusst, weil sie hat ja das schon mal so weit kommen lassen im Jahr 2020, laut unserer Auskunft von der Schufa, und hat dann die Rechnung auf den letzten Drücker bezahlt, bevor sie die Hand heben musste. Also ist es ja nicht das erste Mal, dass sie sowas macht. Wir haben jetzt natürlich eine Möglichkeit, vielleicht gerichtlich das durchzusetzen, über einen Mahnbescheid oder eine Klage. Wir können jetzt zumindest mal begleiten, dem Gerichtsvollzieher sagen, eine Zeugenaussage, dass sie dort wohnt. Und vielleicht sogar wohnt sie da bei dem, dass sie mit dem zusammen ist, liiert oder sowas, als Lebensgemeinschaft, das ist ja soweit auch in Ordnung. Aber die Wahrheit ist, ich tue doch meine Frau nicht so bloßstellen wegen 800 Euro. Das ist ein Witz. Da gehe ich hin als und sage, was kriege ich, sondern zahle ich das. Das ist Kindergarten. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Und wie sich herausstellt, hat der Besuch von Michael und Nina Wirkung gezeigt. Schon am nächsten Tag wird die Forderung beglichen. Die Inkasso-Profis kennen die Sorge der Schuldner um ihren guten Ruf. Das laute Auftreten der beiden in der Öffentlichkeit hat nicht zum ersten Mal zu einer schnellen Begleichung im Nachgang gesorgt.